Er hoffte auf eine Zeit, wo er Ruhm selbst für sich gewinnen könnte, und in ihm lebte der Geist der Krachen. Aber er endete im Jahre 72 durch Meuchelmord. In Wirklichkeit konnte damals allerdings nur von Ruhm aus Geschichte gemacht werden, und das Auge wendet sich also den beiden anderen hervorragenden Männern zu, Lucul und Pompeius. Der Name Lucul hat bis auf heute einen guten Klang. Lucullisches Leben. Die Esslust regt sich und wundervolle Gerüche strömen aus der Küche. Ein Festessen mit 7 Gängen, Austern und Truthühnern taucht vor uns auf, ein Traum des Wohlgeschmacks und vor allem die Kirsche. Lucul ist der, der die Kirsche zuerst nach Europa brachte. Die Hauptsache aber ist vielleicht den wenigsten Kirschliebhabern bekannt, dass nämlich Lucul einer der größten Feldherren war, die je gelebt haben. Jedenfalls einer der kühnsten und treffsichersten, und uns öffnet sich, indem wir seinen Heerzügen folgen, zum ersten Mal das märchenhafte Morgenland. Im Jahre 78, als Sulla starb, blickte man auf Lucul und auf Pompeius mit Spannung. Wer von ihnen sollte der Erbe der Machtstellung Sullas werden? Ein solches Blutvergießen, wie Marius und Sulla es über Rom gebracht, war bei ihnen nicht zu befürchten. Überhaupt hört das Römertum, das, wie Marius, die griechische Bildung ablehnt, jetzt ganz auf.